Boah, für diesen Garados-Dings braucht man für den Sattel 60 Metallbarren. Nice. Geht doch noch. Die Geil. Fußbänder brauchen 100. Ach, das ist auch cool. Will ich wissen, wie viel man für diesen... Warte. Würde es ja immer interessieren, wie viel man für dieses Feuerpferd braucht. Da. Nicht viel. 15. 15 geht. Bruderschaft der ewigen Lohe, ah ja. Paul, bist du da? Ja. Such dir mal irgendein Tier aus, das du mal eben da rauswerfen willst, damit du die... Ui, ui, danke schön. Ich habe noch hier noch zwei Eier, die kannst du haben, wenn das wieder dasselbe Zeug ist. Ja, sehr gerne. Die Füchse kommen nur aus Giga-Eiern. Ein Pyrin. Ich hatte 4 Jumbo-Eier gefunden. Und ein Reptyro. Kein Füchse mehr, Pau, sorry, aber wer will's haben? Das Pyrin. Oh, das Pyrin ist gut. Ich habe nur Müllpyrin da. Bild und eigener Angriff plus 10. Angriffsstratege. Das ist ein gutes Pyrin. Oh, das ist besser als mein Pyrin. Ups. Ich war Level 1, aber das ist Level 31. Das andere ist Level 1. Ahem. Ungeschickt und Fastenprofi. Okay, das Reptyro kann man ziemlich genau vergessen. Hallo, Raudi. Die Rüstung kaputt, ich krieg. Blümchen. Achso, ich wollte ja Können wir dir vielleicht eben helfen? Nö. Bist du dir sicher? So könnt ihr jetzt auch nichts machen. Wir helfen gerne. Und ich werde jetzt die Kisten nach innen sortieren. Und wenn wir einfach nur einen Haufen Kisten haben, damit... Ah! Ich bin auch wieder so der Hirsch, der Hirsche. Mhm. Das ist immer noch nicht hier drin. Was müssen wir denn hier drücken, um das rüber zu bekommen? Entsorgen wir den Mist mal. Manchmal ist es angenehm, wenn die ganzen Pauls verschlafen. Ja, ne? Oh, das ist anstrengend, wenn die einem an einem vorbeilaufen. Du gehst an die Werkbank und du hast einen in der Hand. Trägst ihn auf der Schulter. Du willst mal irgendwo hin, dann schieben sie dich auf Seite. Ah! Sehr faszinierend, wenn das mit diesem großen Knuddeldrachen von Paul passiert. Frag mich immer, wie sie den hochheben können. Die sind bestehen auch nur aus Wolken. Ach so. Und Paul besteht nur aus Muskeln. Ja! Sieht man doch. Sieht man doch meinem Charakter an, dass ich Mookie Man bin. Mookie Man, meine ich. So, aber das hier muss jetzt ein riesen mega Feuerei sein, so wie das aus. Ja, Riesenei. Ha. So, ist hier noch Eierplatz? Ja. Hast du wieder ein Riesenei gefunden? Ja, Feuerriesenei. Wo steckt ihr denn? Warum sehe ich euch nie auf der Karte? Feuer. Lava. Nee, ich kann euch nicht sehen. Ihr seid zu weit rein. Schon in dem Gebiet. Seid ihr wieder im Vulkangebiet? Ich bin am Rand des Vulkangebiets. Also ich bin schon auf dem Die hintere zurück. Eierreihe ist meiner nur so zu. Falls gefragt wird. Schon wieder das ganze Leder weg! Ah! Ich hab ein bisschen Leder mitgebracht. Gerade Sachen durch die Gegend transportieren. Nicht ein Moment warten. Ach ja. Stimmt. Sollt ihr helfen, Kurt? Machen. Ich sortiere es nicht. Ich tue es einfach nur rein. Wir haben hinten? Ja eher. Was ist das da hinten? Ist das ein Drachenei da hinten? Ach komm, hast du jetzt eigentlich den Sattel endlich mal gecraftet? Ich bin jetzt erst gerade wieder zurückgekommen. Hey. Auf der ewig Laufung gerade für einen Teleporter. Sieht aus wie ein Ei. Was ist denn das? Ist das ein Ei? Sieht man ja überhaupt nicht da hinten. Es ist ein Feuerei. Oder ein Stein.
Ah, es war ein Lichtbug, okay. Da könnten wir eigentlich einschmelzen. Rauti, der Suchtfaktor ist, wenn man eine Skala hat von 1 bis 10, Suchtfaktor ist bei 12. Von jenseits von gut und böse. Ja, es ist echt. Es macht aber auch Spaß, weil es sind so viele Faktoren drin oder so viele Sachen drin, die man kennt und kann und liebt. Survival, erforschen, fliegen, sammeln, zähmen, züchten, Waffen, Pokémon. Au? Ja? Du hast doch so einen Eisfuchs, ne? Ja. Eisfuchs? Was für ein Geschlecht? Was für ein Eisfuchs? Männchen. Würdest du den mal kurz hier in die Dinger reinmachen? Ja, wo rein? Na, in die Paarungskisten. Achso, ich wollte. Okay, ja, dann mach du. Wow. Was ist denn das für ein Eisfuchs? So ein Eisfuchs, den haben wir aus dem Ei bekommen. Wie heißt der? Komm her! Schümchen wird ungeduldig. Alter, Vogel! Komm mal ran. Oder Klavier. Ich wollte eigentlich anfangen, aber ist egal. Mach ich das gleich. Wo du weg bist. Stell ich mal noch ein paar Kuchen her. Habe ich gerade schon angefangen. Wir können nur noch einen machen. Schmeiß ich meinen Drachen daran. Ich kann leider nur einen machen. Hier ist ein Wasserei fertig. Das ist meins, ja. Bin sofort da. Wo stellt man eigentlich die Munition her? Oder wo kriegt man die Munition her? Waffenschrank. Waffenwerkbank. Aber muss ich das, glaube ich, noch erlernen? Wo, in welcher Kategorie finde ich den Scheiß denn? Warum sehe ich denn das nicht? Ich bin schon wieder nur vorbei ums. Ach, da, mein. Ayo. Ich mach das Ei raus sofort. Mein Drache kann hier drinnen nicht an den Kochtopf. Er ist wahrscheinlich zu groß. Allgemein halte ich die Idee für sinnvoll, später, wenn wir es uns leisten können, wählerisch zu sein, kompakte Pals zu benutzen, um hier drin zu arbeiten. Es ging ja nur darum, weil der Vierer hat. Wie gesagt, dafür müsste man den woanders hinstellen. Ja, also ich sag jetzt nicht jetzt sofort, einfach nur später, wenn wir später die Gelegenheit oder die Möglichkeit haben, sollten wir zusehen, dass wir möglichst kleine Pals benutzen. Hi. Wow, wow. Hast du einen Flugsattel jetzt endlich gemacht? Ja, hat sie. Sehr gut. Ich habe zumindest gesehen, dass sie irgendwas gemacht hat. Oder? Ja. Für was denn? Bye, bye, bum, bum, bye. Bum, bam, bum. Okay. Bum, bam, bum. Ich habe hier gerade was reingetan. Und das ist nicht. Es ist drin. Hey, heute ist irgendwie ist der Server langsam oder so. Weil ich habe gerade hochwertiges Palmöl hier reingelegt und es war nicht drin. Und war nicht mehr in meinem Inventar. Es ist wieder da. Ja, bitte? Ich mache da hier drinnen gerade einen Sammelkisten. Für? Alles. Du willst einfach. Du willst uns. Was für Tiere sind das denn bitte? Woher kommen die Hirsche hierher? Ein Pau-Ehre. Wette ich mit dir. Hallo. Wo kommen die denn her? Hallo. Gerade geholt, nehme ich mal einen. Von wo? Da ist, die sind so in so einer Höhle, wegspawnt immer einer. Den farm ich immer die ganze Zeit ab, weil ich den nicht möchte. Ich habe die auf dem Vulkan gefunden. Oh, und dann gibt's die wahrscheinlich auch auf dem Vulkan. Krass. Ist ja gut, weil du den abarbeiten lässt? Nee, ich wollte die züchten, aber da ist Akku mal gerade dran, deswegen. Aber ja, die farmen auch sehr gut Holz. So. Wollt ihr züchten die mal warten bis zum nächsten Mal? Weil ich würde mich jetzt gerne Schluss machen. Der ist hier gleich fertig. Achso. Aber mein Ei.
Ja, dann da hinten ist noch da und da vorne. Nee, ich möchte aber gerne wirklich jetzt Schluss machen irgendwann mal. Ich möchte nicht die ganze Zeit Ewigkeiten durchmachen. Okay, geh noch 2, 3 Dungeons machen. So. Dann nee. Müsste das Island fertig sein. Also auch ausgebrütet. Nope. Was? Nope. Nope. doch. Heißt. Sei mein artiger Dexi. Nee. Ich bin gerade 3-mal gestorben. Das ist unfair. Ich bin mehrmals gestorben. Was versuchst du gerade rauszubekommen? Wenn es klappt, ein Eiswurm. Ein Eiswurm? Ja, das Vogelfieh in Eis. Das dürfte gar nicht passieren. Doch, das passiert mit den beiden. Frage ist nur, ob das in diese Richtung. Also ich kenne es nur, dass es mit dem Fuchs in Eis und dem Vogel in männlich funktioniert. Ich will mal gucken, ob es jetzt auch andersrum funktioniert. Deswegen möchte ich ja das Ei ausbrüten. Boah, ist jetzt ein wunderschöner Fuchs, ey. Krass. Ja, aber wir machen jetzt noch diese Brütung hier zu Ende und dann ist Schluss. Ja, der brütet ja auch gleich. Feuerei ist da übrigens fertig in der Mitte. Habt ihr in eurer Zweitsession noch keine Brutstation? Wir haben andere Tiere da und das funktioniert dann. Lass mir dort das Ei machen. Geh dir einen Dungeon suchen. Sei ein artiger Dex. Nein. Ei ist gleich fertig. Ja, ich weiß, ich geier ja schon. Das Ei ist. Welches Ei ist das denn? Na, das, was gleich da reinkommt. Ja, welches ist das denn? Ja, das ist ja noch nicht drin. Ach so, das meinst du. Du musst das Ei noch haben. Ach so. Das Ei wird jetzt gemacht. Aber es ist ja kein Platz frei. Wem gehört denn das mittlere Jumbo-Ei hier? Keine Ahnung. Ich eben gesagt, das hat deine Reihe da alles voller. Nee, die hintere. Die hier. Das ist meine. Immer rauf. Rauf. Oh, schick. Pyrin. Guck mal, 30 cool. Minuten. Wenn wir es kälter machen könnten, dann würde das schneller gehen. Aber geht nicht. Schade. Oh, ich habe 2 Medizin aus Natur bekommen. Ich habe die Medizin die ganze Zeit in meinen Kühlschrank gepackt. Boah, kannst du deinen Vogel wieder rausnehmen? Na klar. Dankeschön, Paul. Bitte. Ich hoffe, du kriegst das, was du haben willst. Hoffe ich auch. Wir müssen dafür immer die Kuchen machen, ne? Ja. Ah, da sollte man mal aufpassen, weil die Kuchen sind das ziemlich teuer. Also, was heißt teuer, aber langwierig. Das Gute ist aber, wenn du die Kuchen in diese Zuchtstation hier reintust, ja, also in die Kiste, haben die keinen Tauern. Verderben sie nicht. Mhm. Ich meine, ich würde ja auch da drinnen den Kuchen weitermachen, aber mein Viech kommt da nicht ran. Wo ist denn das Kochteil? Hier drinnen. Aber mein Drache kann hier drinnen nicht stehen. Der geht immer raus und aber dann rennt er ums Haus. Nimm doch den Kochtopf, der muss doch nicht neben dem Eisbox stehen. Der kann doch auch hier. Das hab nicht ich hingesetzt. Reiß ab. Ich hab ihn da hingesetzt. Mach mir grad doch nicht. Ich wollte gerade sagen, reiß doch einfach ab. Reiß einfach ab und dann stell ihn hier vorne hin. Ist doch ganz gut. Dann passt das dahin. Ist ja keine großartige Kosten. Du hast sogar noch ein zweites Ding machen. Lass das eine da drin, sieht das schick aus, oder mach ein zweites noch da draußen. Kochtöpfe ist doch Latte, wie viel wir haben. Ey, mit einer Hand trägst du dieses Riesentier. Ich mach mal. Wow, ist das eine ein Boss? Ja, das andere ist schon ein Baby und dann sind die kein Boss mehr, scheinbar. Puki. Doch, man kann kälter machen. Da gibt es extra eine Kältestation. Das ist schon klar, aber. Ja, aber. Dafür haben wir jetzt nicht das Material, weil die Metall brauchen. Oh, wir haben kein Material, wir haben keine Metallbarren für einen Eisblock. Kochtopf. Oh, Dex, ich hab was für dich. Guck mal, so lange. Das ist schön. Ich hab noch einen neuen Affen für dich. Sehr gut. Weiß ich noch nicht, sag ich dir gleich. Handwerksmeister mit Arbeitstempo plus 50%. Mhm. Und Grobian, Angriff plus 15% und Arbeitstempo minus 10. Das heißt, er hat insgesamt minus 40 plus 40 Arbeitstempo und plus 15 Angriff. Das ist so Arbeitstempo nach oben, Arbeitstempo nach unten. Das ist so, ja, aber nicht so komplett. Aber so Banane, ne? Extra. Dankeschön. Ja. Achso, ich wollte sagen, den hast du rausgeschmissen, ist bei dir jetzt gerade. Okay.
Sekunde, ich muss einen Platz finden. Dankeschön. Okay, mit dich. Wieso findet die Affen nicht gut? Dafür, dass du so lange wartest, würde ich dir gerade fast alles geben. Korrektur liegt auf fast alles. Ich finde die voll hübsch auch sogar. So grob, aber der muss schon. Ich finde, dass der sollte so ein bisschen mehr Kampfsachen haben. Dass er Grobian ist okay, aber so mehr Kampfzeugs. Dann kann er nicht, ich weiß nicht, ich habe die noch nicht gemacht. Vielleicht, wenn du besser trainierst, dass später welche kommen. Vielleicht kommt ja sowas. Pro Level kriegen die ja auch andere Attacken. Kannst ja auch deinen anderen Tieren beibringen. Könnte man eigentlich die Attacken von den Tieren irgendwie noch manipulieren? Ja. Du gehst in dein Team, gehst auf das Tier, was du jetzt machen willst. Dann hast du da die Attacken und du klickst einfach auf irgendeine Attacke. Wenn es eine andere Attacke hat, kannst du die einfach beibringen. Hat keine. Aber ich muss zugeben, mit dem Drachenmeteor bin ich auch schon sehr zufrieden. Na gut, gegen das eine Teil, gegen das ich gerade das vorhin getestet habe, hat das nicht viel Schaden gemacht, aber das war auch so eine Feuerechse, so ein Riesenvieh. Ist extra so, dass das jetzt gerade nichts, dass zwei Plätze frei sind? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich zum Tauschen. Ja. Dann gucke ich mal, ob ich noch was anderes nehme. Ich bin übrigens dafür. Fahren wir den Server runter, ja oder nein? Ja. Aber sonst hätte ich gesagt, gehen wir nämlich rüber zur Metallstation und packen die ganzen Tiere ein. Ich habe nämlich keinen Bock, beim nächsten Mal dann wieder alle erstmal heilen zu müssen. Nee, wir fahren den diesmal runter. Der Bock, dieser Bock von der Puck. Ah, du hast ihn aber Pucki genannt. Wie heißt denn der normalerweise? Fanglob. Der ist, guten Appetit. Der ist ein Angriffsstratege sogar und Hitzkopf. Das ist ganz cool. Der ist voll der Prügelknabe. Ja, deswegen züchtet die gerade. Aber ich hoffe, dass die zusammengehen. Hitzkopf und hart im Nehmen. Forstmeister ist jetzt super zum. Ist der ein Holztyp? Ja, Level 2, aber nur. Also jetzt, was heißt nur? Ist schon supi, aber ich glaube, wir haben bessere, ne? Holz? Nee, glaube nicht. Die Mammuts, die machen halt mehr insgesamt. Aber haben die immer auch zwei. Bist du sicher? Weil die haben auch nur zwei. Die haben zwei, aber die haben insgesamt mehr Dinge, die sie tun. Ach so. Ja. Aber es muss nicht immer gut sein. Wie gesagt, ich finde das immer doof, wenn dann unser Mammut dann losläuft und soll eigentlich Holz machen. Also jetzt ist ja egal, wir haben ja sowieso ohne Ende Material. Ja. Aber ich soll lieber. Hat der die Zucht abgebrochen? Hey, komm her, du Vieh. Ach, du hast Hunger bekommen. Okay, ja, zwischendurch muss man auch mal was essen, wenn man mal. Ja, die armen Viecher, lass sie doch mal. Während der Paarung. Ja, ja, zwischendurch macht man halt mal Pause in so einer Paar-Session. Ja, ich würde auch einen Döner essen mit viel Knoblauch. Und dann weitermachen nachher. Ja, weil das dauert dann nämlich 3 Stunden. Und dann muss man halt mal Pause machen, weil es geht halt nicht. Ja. Ja. War wieder das auch richtig genießt, der läuft bei mir mit geschlossenen Augen rum. So. Echt? Bei mir sind sie offen. Oh. Wofür haben wir eigentlich den Wollipop, den Zuckerwattenfuzzi? Für Zuckerwatte wahrscheinlich. Nur für die Zuckerwatte? Warum haben wir die? Für die Kuchen oder was? Zuckerwatte ist Nahrung. Ach so, okay. Ob wir das für die Kuchen brauchen, warte, glaube ich nicht. Die, nur die Bären. Eier, Milch, Honig, Mehl, glaube ich. Weil nur die Bären alleine machen so viel Nahrung, da brauchen wir gar nichts mehr machen, aber. Wenn wir vielleicht noch den raustauschen für irgendwas, das wir vielleicht nützlicher gebrauchen könnten. Ich habe vergessen das Huhn. Da muss. Ja, dann mach das Huhn. Nee. Also wenn, dann würde ich vielleicht ein zweites Huhn auch wieder nehmen, weil wir brauchen viele Eier, Hummer. Ja, dann lieber ein Huhn. Gibt's, aber wo sind denn die Hühner hin? Haben wir keine besseren eierlegenden Viecher? Es gibt nur Hühner. Gibt ja nur die Hühner. Aber die Hühner sind weg. Den Huhn holen. Warum? Wir sind doch gleich. Bist doch gleich durch. Ja, aber in den 6 Minuten schaffst du es noch, einen Huhn zu fangen. Ja, vor allem irgendwie ist das Huhn weg. Hier war ja eigentlich ein. Ja, hat das irgendjemand eingepackt beim Wechseln bestimmt. Das ist vielleicht drin? Verschwunden. Also ich habe gar kein Huhn, sehe ich gerade. Nicht eins. Ich habe nicht mal eins gefangen. Ich habe nur ein Schaf. Ah, was ich ganz gut finde, ist. Doch, ich habe sie. Ich habe die. Ha, ich bin dumm. Dann tausch mal gegen Wulli. Gegen wen soll ich tauschen? Gegen Wulli. Zuckerschaf. Ich will nämlich keine Zuckerwatte essen. Nee, weil die macht. Das ist die schwächste von allen. Also die macht am wenigsten. Doch, Zuckerwatte. Ja, aber weiß nicht, wenn wir 10.000 Bären haben, reichen die Bären ja zum Essen aus für die Viecher. Außer natürlich, wir brauchen was zum Kochen. Aber ich habe auch noch die Milchkuh hier drin, ne? Ah, die Milchkuh, die brauchen wir doch für die Milch. Ja, warte, aber das ist dann. Meine Tiere kommen ja gleich wieder raus, wenn okay. Wir fertig sind. Stimmt, wir haben ja 2 Plätze weniger.
Jetzt mach doch mal ein Ei. Hier ist ein Ei. Hier liegt ein Ei. Auf mein ja. Ei. Oh, da liegt ein Ei, ja. Das nehme ich also mal, ich ja? Ich nutze die Zeit gerade noch mal ein bisschen. Wenn du haben möchtest, kannst nein, du... Nein, das ist doch deins. Ich wollte ja, einen Scherz machen. Ja, aber wir können doch die noch mal züchten. Dann kannst du dir auch so ein Ding holen. Aber ich will, ganz ehrlich, ich würde die gerne mal selber sehen in der, in der Prärie umfangen. Also, ich hab die beim Vulkan am Rand gesehen. Und ich kenne den nur in der Höhle. Die habt ihr alle abgefahrene Viecher, ich will die sehen und fangen in der Wildnis. Er will sie haben, er will sie anfassen. Ach so, ich muss ganz kurz hier, ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Wer ist es, Erdi? Erdik? Guck mal, Erdik, wir sind ja nicht doof. Nur so ein bisschen. Na doch, eigentlich schon, aber guck mal hier, wir haben hier. Ich kann auf dieses Ei, ich will das Ei tauschen, aber ich kann da nicht drauf zugreifen. Hab ich das jetzt gerade? Wir sind doof, hab ich ja gesagt. Doof. Ja. Du willst das Ei tauschen. Weil ich mein Ei ausbrüten möchte. Hier ist unsere Eisenfarm. Ja. Unser Eisenfarm. 15.000 Eier heute ausgebrütet. Ja, der Junge, ja. Das ist von der Eiermann, ne? Da ist mein Ei da drin. Das ist immer nämlich gleich nach Kübchens fertig. Oh, die sind verbuggt hier oben. Meinst du ja nämlich auch nur so in 3 Minuten an. Ah, guck mal, siehst du diesen Verbuggt da oben? Okay, Frau, ich nehm's ja raus. Ich kann ja eh nicht drauf zugreifen, weil da so viel Feuer drin ist. Ja, ich hol mal den Großen. Ich krieg's rein. Irgendwas stimmt hier nicht. Wo ist mein richtig großer? Wer ist das denn? Da ist er doch. Oh. Da, guck mal, der ist doch hier. Du bist so traurig. Ah, haben wir noch einen? Achso, haben wir mehrere Bosse jetzt? Achso, weiß ich nicht. Du kurz beiseite. Ja, ich habe noch einen davon. Okay. Ja, wir haben noch einen. Hat jemand noch einen Dick-Toys-Boss gefangen? Und hat ihn rübergebracht? Jetzt, oder? Ja, ich hatte... Nee, Kim und ich haben einen gefangen. Ah, okay. Haben wir? Ja, als wir in der Höhle waren. Haben wir den mit, haben wir den. Hier wird gearbeitet. Wir haben eine Eisenfarm. Oh, du hast richtig geil, dein Ding. Aber wann kannst du einen Sattel? Was für ein Sattel? Von deinem geilen Drachen da? Das ist mein Drache gerade. Oh. Aber der ist auf 37 oder so, oder 40? Uff. 37, nee, das ist unsere Base nie, ich werd verrückt, ey. Vor lauter Punkten. Ja, 43. Mal, random. Ich komme, bin gerade gespawnt. Wenn du auf der Karte bist, dann siehst du den Fanglobe auf der Karte. Mit mir redest du? Ja. Fanglobe ist wer? Das, den hier steht. Achso. Jetzt links von uns einfach nur, Dex. Ach, das ist der! Den habe ich noch nie gegen den gekämpft. Den haben wir, glaube ich, schon immer hier gehabt, ne? Ja, und da laufe ich, den fahre ich halt immer ab. Oh, den hau ich jetzt auch mal um. Ich finde den nämlich, ich finde den nett. Sieht nett aus. Oh, ich komm mit. Ich will einen Schmetterling haben. Ich weiß auch nicht, ich mag Smetbo. Wie heißt er nicht, Smetbo? Smetbo. Ja, auf Englisch. Butterfree, genau, Butterfree. Ich will Butterfree haben, schön. Hättest du mal was gesagt? Ich bin die ganze Zeit vorhin bei welchen vorbeigelaufen. Oh, Dex, dann müsstest du dir eigentlich diesen Schmetterlingsdrachen fangen. Schmetterlingsdrachen? Ja, den habe ich vorhin versucht zu fangen, aber der war auer. Dex, du bist heiß. Ich weiß. Bist du nur neidisch? Nee. Komm, ich will dich auch mal anstecken lassen. Komm mal hier rein. Ja. Boah, bin ich heiß. Komm, stell dich mal neben mich. Die heißen Boys hier. Du kannst gleich wieder dein Ei reintun. Oh, die heißen Boys. Oh, ja. Das sind die heißen Boys, Leute. Nur hier. Na toll, jetzt hat sich meine Rüstung kaputt gemacht. Na toll. Da stand doch hitzeresistent. Warum geht die dann kaputt? This boy is on fire. Könnt ihr noch 2-3 Feuer mehr machen? Ich sehr gut gerade von Licht. Ja. Weißt du, was ich gerade lese? Nee. Wenn man diese Luna-Viecher mit im Team hat, da wird auch die Last verringert. Oh, sehr geil. Durch seine Angriffs... Antigravitationskräfte erhöht. Was ist denn hier kaputt? Wieso? Ich fühle mich so feurig hier. Vor allem das Drachenei sagt immer noch etwas kühl. Ja, ich hab extra so viele Dinger da um dein Ei gemacht, damit es schneller geht, aber... Danke.
Aber es geht nicht. Der ist eigentlich... Habt ihr mal geguckt? Der Buschi sollten wir eigentlich mal einsetzen. Der Buschi ist nicht nur Feuermeister, sondern auch Holz 3. Das ist eigentlich auch ziemlich gut. Ich hab grad einen Buschi ausgebrütet. Ich hab einen Buschi ziemlich gut, aber zum Kämpfen... Wir haben Buschi drin, aber du kannst... Hast du den besser? 30 Sekunden noch gemacht. Nee, ich hab nur Muskeltypen hier. Die hatten mehr Muskeln als Verstand. Der braucht... Wir bräuchten sowas wie... Wir müssen den mal farmen. Vielleicht haben wir ja Glück, dass wir einen Forestmeister vielleicht noch bekommen. Dann kriegt er noch mal einen Bonus mit Holz. Der wäre ja schick. Fett ist Knorke. Kann man das Marmorrest eigentlich mit irgendeinem Eisvieh verfahren und dann Eismarmorrest rauskriegen? Bestimmt. Das ist der ja eigentlich. Okay, arbeiten. Es hat funktioniert. Ich liebe mein Leben. Was denn? Wo? Warum? Voll gerne. Hau, ich liebe dich. Sag mal. Lass sehen. Oh, wow. Geil! Und die hat so geile Farben auch noch. Aber what the freaky? Aber in der Natur gibt sie hier nicht, oder? Weiß ich nicht. Komm mal mit dem raus. Ich will mal ein Thumbnail machen mit dem, bitte. Ich glaube, ich brauche für den auch einen anderen Sattel. Wie heißt er denn? Werden angegriffen. Van Worm Crystal, aber den kannst du ja nicht sehen. Schmeiß ihn kurz raus. Ja. Und wenn ich den Vogel... Nee, nur im Sinne von, dann hat er ja auch, dass er einen anderen Namen hat, dann ist ja klar, dass er dann... Geiles Teil, ey. Obwohl, nee. Echt abgefahren, schick. Oder warte mal, ich kann hier mal gucken. Wir werden angegriffen! Wo denn? Ach, da hinten. Ja. Nein! Na egal, komm, geh mal kämpfen. Also trifft tut die Attacke nicht. Wir haben übrigens die Base offen gehabt. Wir müssen retten, ne? Die Base war offen. Die geht aber durch die Tür. Mach mal die Tür zu! Nein! Nein! Die Eier! Die Eier! Ja, der schmeißt eine Granate. Wir haben die Palisade offen gehabt. Aber die sind durch die Tür gelaufen, die Hirsche. Das noch, ja. Ja, jetzt muss man nicht mehr raus. Sag mal. Ich habe gerade keine Munition mehr. Was war denn? Okay. Ja, jetzt brauche ich mal hier eine neue. Da ist noch einer. Wie viele Leichen hier rumliegen? Einer lebt noch. Ja, den töte ich gerade. Sehr schön. Gut, ich brüte mein Ei auch aus. Haben Sie irgendwas kaputt gemacht? Glaube nicht. Ich hoffe nicht. So, jetzt aber Schluss. Jetzt ganz ehrlich, wir haben jetzt gewartet. Nein. Wir haben jetzt gewartet die ganze Zeit. Ja, wir brüten dann auch noch nachher 26 und 75 dann neue Eier. Das war gerade fertig. Dodo, ich habe auch einen gekriegt. Auch so ein, Ja. Willst du den haben? Zum Züchten? Zum... Saft. Nö, danke. Ich will nicht. Die Biene ist schwer verletzt übrigens. Mal oben rechts habe ich das gerade gelesen. Ja, die hat sich selbst in die Luft gejagt. Nämlich, okay. Aber ach, die will ihn nicht speziell haben. Hier hab ihn. Okay, danke. Das ist nett, aber nett. Was, den Drachen hier? Willst du nicht haben? Sagen wir mal so, ich habe meine anderen... Ich fokussiere mich auf andere. Das ist einfacher, wenn wir uns alle auf unterschiedliche Pals fokussieren. Jetzt noch kurz zur Info für den Eisbahn-Würm-Sattel, Level 41. Ja, was willst du machen? Guck mal, wenn du jetzt, musst du überlegen, das ist ja ein ziemlich starkes Ziel, denke ich mal. Oder auch hier dieser Garyados, der Rote hier. Stell dir mal vor, wir würden den Sattel jetzt schon haben, dann brauchen wir das Spiel da gar nicht mehr spielen. Das hat ja dann das Ähnliches wie bei A, kannst direkt von Anfang an einen Rex reiten. Ja, oder direkt einen Giga mit direkt los rein. Das können wir jetzt gehen, jetzt bin ich traurig. Immerhin kannst du ihn durch die Gegend laufen lassen. Ja, ich finde das okay. So. Ja, warte. Ich sag euch schon mal Tschüssi. Tschüss.